Dum, 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 dum. Da waren wir gerade. So, genau. Kommen wir zum transsexuellen Gesetz, Paragraph 8, Absatz 1, Nummer 3 und 4. Ausgedacht in der Bundesrepublik Deutschland 1976. Ihr könnt, also das Wichtigste an diesem Satz ist eigentlich die Aussage, dass man nur einen Antrag stellen darf auf Änderung der Zugehörigkeit, der Geschlechtszugehörigkeit, wenn man fortpflanzungsunfähig ist oder die äußeren Geschlechtsmerkmale sich, also wenn man sich bereits operiert hat und man auch sehen kann, was man ist. Das ist jetzt Vergangenheit, denn seit dem 1. November haben wir ein neues Gesetz, das heißt Selbstbestimmungsgesetz. Ich wollte mal fragen, was denkt ihr, wann hat man diesen Passus, also naja, gestrichen oder der wurde, ich gebe einen Tipp, es wurde irgendwann gesagt, ja, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, wir lassen das mal weg, es muss jetzt nicht zwangsläufig, man muss sich nicht unfruchtbar machen oder irgendwelchen OPs schon mal unterziehen, bevor man irgendwie das Recht hat, eine Identität zu haben, die abweicht von dem, wie man aus seiner Mutter rauskam oder aus einer Reagenzklasse oder wo auch immer. Ich hätte mal gerne so Jahreszahlen, wann denkt ihr, hat die Regierung gesagt, oh, reicht jetzt, machen wir mal weg. Einfach reinrufen. Das, ah, okay, falsch. Also früher, so spät war es nicht. Später, später als 95. Achso, was? Genau, 1995 ist zu früh. 2003 ist auch zu früh. 2016 ist zu spät. Okay, dann will noch einer unbedingt eine Zahl werfen. Dann 2008 ist sehr nah dran, 2011. Na, vor 13 Jahren, da war das so, dass man gedacht hat, vielleicht nicht so. Genau, also man hat auch nur gesagt, es ist nicht mehr anwendbar. Ne? Wir lassen es erstmal noch drin, weil man weiß ja nie, aber wir wenden es jetzt nicht mehr an und machen mal was Neues. Und ja, am 1.11. war es dann soweit. Es ist allerdings noch nicht alles so schön. Es gab ja viele Kontroversen und Diskussionen, immer von verschiedenen Verbänden auch zum Thema. Also es gibt zwei Punkte, die besonders auch herausgestochen sind. Zwar einmal, man brauchte vorher ein gerichtliches Verfahren, also zwei psychiatrische Gutachten brauchte man und musste damit dann seine wirkliche Transgeschlechtlichkeit nachweisen. Also die muss man auch gerichtlich anordnen lassen. Das kostet Geld, Zeit und es kommt auch irgendwie komisch. Bist du wirklich sicher? Bist du dir ganz sicher? Lass mal noch ein bisschen, einer reicht, wir brauchen zwei. Das ist so Punkt eins. Und in dem Gesetz sind aber noch Sachen drin geblieben, wie die Wehrpflicht. Also wenn man eine Transfrau ist, ist man aber immer noch mal in der Wehrpflicht drin. Wir haben zwar keine mehr in Deutschland, aber man weiß ja nie, muss man das Gesetz nicht noch mal ändern. Und dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht, das heißt, wenn ich irgendwo hingehe und der Betreiber sagt, ja, das passt mir jetzt aber nicht, dass da vorher irgendwie irgendwas mal war, wenn ich es irgendwie rausfinden kann, dann kann ich immer noch sagen, du darfst hier nicht rein. Also besonders war das ein Thema, was Saunen angeht. Und da haben sich Leute gedacht, wir gehen mal und bauen eine Sauna vor dem Bundestag auf und laden die Politiker ein, mit uns in die Sauna zu gehen und mal darüber zu sprechen, wo ist das Problem überhaupt, was wollt ihr hier für Stigmatisierung erzeugen. Eine Person davon war Jin. Es tut mir leid, ich muss so viele Worte hier sagen. Muss ich nochmal nachgucken, wo die hier stehen. Genau, und deswegen hat Day mit anderen Leuten zusammen eine Aktionsgruppe gegründet, nämlich eine TIN-Aktionsgruppe, und zwar Selbstbestimmtheit, Selbstbestimmen. Und das ist Teil der, bitte vergebt mir, der Queerokratie, genau, so ist das nämlich. So, der Grund dafür war, dass das Gesetz ja schon lange besprochen wurde, aber die linke Seite hat sich irgendwie gar nicht dazu geäußert und gesagt, hey, das finden wir uncool, wir müssen uns dafür einsetzen, weil wir sind ja links und das sind so unsere Ziele. Und deswegen wurde gedacht, machen wir das selber mal. So wie das jetzt vor dem Bundestag war und wie sich das jetzt weiterentwickelt hat oder besonders, was man jetzt zu diesem neuen Gesetz jetzt wirklich sagen kann, das erzählt uns Jin von Queerokratia jetzt. Genau. Juhu. Einen recht herzlichen Dank. Ja, ein paar kleine Korrekturen.
Ich war nicht original dabei bei der Gründung von der Selbstbestimmung selbst gemacht. Ich war auch bei der legendären Aktion mit der Sauna vor dem Bundestag nicht dabei. Ich bin erst in etwa so im Sommer diesen Jahres dazu gekommen. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich heute Abend bei euch oder vor euch stehe. Ja, Selbstbestimmung oder das Selbstbestimmungsgesetz ist ein richtig großes Ding. Wir sehen das sehr, sehr kritisch. Tatsächlich geht es heute Abend eher um einen Teil, der es nicht ins Selbstbestimmungsgesetz geschafft hat, aber der sehr viel interessanter ist für uns als digitale und Freiheitsrechte-Community. So, gehen wir mal rein. Wer sind wir? Was wollen wir? Wie gesagt, wir sind eine queere, trans, internonbinäre Aktionsgruppe. Wir haben uns gegründet wegen diesem Selbstbestimmungsgesetz. Ich sage immer wir, weil ich gehöre da jetzt dazu. Mitgegründet habe ich es nicht. Wir haben ein eigenes Selbstbestimmungsgesetz entworfen und auch vorgeschlagen. Das wurde irgendwie nicht angenommen. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann haben wir so im April, März, April diesen Jahres eine Konferenz abgehalten für Selbstbestimmung. Das ist die Queerokratie. Die Queerokratie ist ein Serviervorschlag für, genau, wie könnte man eine in einer Welt leben als Cis oder als Transperson und es einfach schön haben. Einfach mal eine Utopie haben. Mehr Utopien wagen. Das finde ich, sollten wir alle mal machen. Was haben wir denn so für Ziele und Forderungen, mal abgesehen von dem ganzen Selbstbestimmung selbst gemacht? Naja, wie gesagt, eine formelle und materielle Geschlechtsmündigkeit für alle. Was bedeutet Geschlechtsmündigkeit? Ist relativ einfach. Wir alle haben das Recht und die Fähigkeit, unser eigenes Geschlecht zu beurteilen und festzulegen. Und das ist die Aufgabe des Staates, das materiell, also durch Förderung, durch Bildung etc. pp. Zu fördern. Und das Formelle ist tatsächlich ja, ein Gesetz, das besser ist als dieses Selbstbestimmungsgesetz, das wir jetzt haben. Dann eine vollumfängliche medizinische Versorgung, denn das Selbstbestimmungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland sagt relativ früh am Anfang, medizinische Maßnahmen werden in diesem Gesetz nicht geregelt. Also es ist ungefähr so viel wert wie ja, nichts in dem Punkt. Und wie gerade auch bei der Eingangs erwähnt wurde, wir wollen Schadensersatz für das Transsexuellensgesetz erstreiten, weil diese ganzen Verfahren waren extremst teuer. Es war auch erniedrigend ohne Ende. Kann man schon auch mal so ein bisschen Schadensersatz rauslassen. Und dann, das machen wir aber, glaube ich, eher so einfach, weil wir existieren. Wir bekämpfen rechtsfaschistische, transfeindliche Verschwörungsideologien. Wie gesagt, wir existieren schon alleine. Das ist ja, antifaschistischer Kampf gegen rechts. Ja, so, dann kommen wir mal zu dem Thema, und zwar zu dem Punkt, warum ich eigentlich hier bin. Das Selbstbestimmungsgesetz und die wilden Zehen. Nein, das Selbstbestimmungsgesetz ist nicht so geil, wie die ganzen Medien es feiern. Ja, es ist ein Ende der Pathologisierung, aber es ist immer noch sehr viel Kriminalisierung in diesem Gesetz, auch von migrantisierten Personen. Es ist definitiv nicht mal in Ansätzen so gut, wie das ganz gerne von allen Seiten gelobt wird. Wir sehen das sehr, sehr kritisch, vor allem auch, weil gerade wie der genannte Hausrechtsparagraf etwas ist, das klar mit dem AGG, also im Allgemeinen Gleichgestellungsgesetz, clasht und die Gesetzgeberin sich dazu entschieden hat, wir lassen das mal lieber die RichterInnen, die Judikative ausbaldobern, weil richtige Gesetze machen ist echt anstrengend, das finden wir irgendwie doof. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich irgendwie dann plötzlich da saß und mir gedacht habe, warum habe ich hier eigentlich noch nichts davon gehört? Beziehungsweise Mitte letzten Jahres, also Juni 2023 kam in einem Kabinettsentwurf das Bundesinnenministerium auf die wunderbare Idee eines Offenbarungsgebots. Also dass sämtliche Personenstandsänderungen, also Name und Geschlecht, an 10 Bundesbehörden weitergemeldet werden muss.
dadurch effektiv etwas wie eine pinke Liste entsteht. Das heißt, wir haben dann 10 Bundesbehörden, die Listen haben von allen Menschen, die ihr Geschlecht geändert haben. Jetzt bin ich so ein Mensch, ich werde echt sehr, sehr vorsichtig, wenn der Staat anfängt, Listen von Minderheiten anzustellen. Und ich glaube, bin ich hier nicht die einzige Person im Raum. Ja, das Ganze wurde dann in der Nacht- und Nebelaktion, also kurz vor knapp, nochmal rausdiskutiert. Das wurde dann auch von den ganzen Verbänden, die also Transverbänden, die dafür gekämpft haben, dass es dieses Selbstbestimmungsgesetz gibt, wurde das sehr stark gefeiert, so nach dem Motto, yes, das Offenbarungsgebot ist draußen, es ist ein besseres Gesetz jetzt, jetzt können wir da auch wirklich irgendwie dahinter gehen, weil denen war schon auch klar, das ist eine echt scheiß Idee, das da drin zu lassen. Was die aber nicht gesagt haben, ist, dass aus dem Kreise der Verhandelnden einfach gesagt wurde, wisst ihr was, wir nehmen das da raus und ja, wir führen das einfach mal für alle ein, weil es wäre doch echt Knorke, wenn sämtliche von diesen Behörden, ich habe die Liste auch dabei, ich kann die euch auch gerne vorlesen, aber ich dachte mir, den Teil sparen wir uns vielleicht für die Frage-Antwort-Runde. Wäre doch total geil, wenn wir immer mitbekommen, wenn sich der Personenstand von Menschen ändert. Ob das Heirat, ob das Scheidung, ob das irgendwas anderes ist. Geil! Und das war tatsächlich noch bevor das Sicherheitspaket in Solingen, mit Solingen kam. So, wo stehen wir denn da jetzt gerade? Also weil der Punkt war, wir machen das in einem Regierungsbeschluss, den wir so im Dezember reinpacken. Da steht ein Fragezeichen, weil Juni diesen Jahres auf einer Panel-Diskussion vom Deutschlandfunk sich Ulrike Wolf von der CDU, sie ist nur bei der CDU, sich dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, es gibt tatsächlich schon den Entwurf davon, beziehungsweise es wurde schon eingebracht, aber die Opposition, also die CDU, CSU, hält es für unwahrscheinlich, dass das noch vor Ende der Legislaturperiode durchgesetzt wird. Kann man jetzt so stehen lassen. Ich bin da jetzt mal vorsichtig zynisch und sage, ja, wenn es um Überwachung geht, mit dem Tempo, das jetzt gerade irgendwie gerade vor sich geht, glaube ich, kriegen die das auch noch im Dezember hin. Genau. Wie gesagt, hier geht es einzig und alleine darum, den Personenstand von allen Menschen einfach nur an Bundesbehörden weiterzuleiten, nur weil wir heiraten, nur weil sich irgendwas in unserem Leben geändert hat. Das betrifft alle Menschen, egal ob trans, inter, non-binär oder cis. Und ich persönlich finde das echt problematisch bis ziemlich beschissen. Ich finde, wir können da auch ganz gerne mal zusammenarbeiten. Da kommen wir so zu dem weiteren Bogen, warum ich heute Abend hier bin. Genau. Das kurzer Hinweis, heute Abend ist wirklich nur ein An- und Abriss, weil es gibt extremst viele Themen, die eine Intersektion zwischen Transrechten bzw. queeren Rechten, Freiheitsrechten und ja, digitalen Rechten haben. Ich habe es hier relativ einfach reingepackt. Das Überwachungsgesetz bzw. das Sicherheitspaket, in dem migrantisierte Personen wirklich krass eingeschränkt werden und auch die Überwachung einfach wieder mal hochgefahren wird. Wir wissen alle, die Vorratsdatenspeicherung wird gerne mal wieder aus der Staubkiste der Vergangenheit gezogen. Hoffen wir, dass sie es endlich mal checken und es das letzte Mal ist. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch zwischenzeitlich. Und, naja, was ist denn das Schöne daran? Oder warum habe ich das genau hier nochmal mit reingenommen? Weil genauso wie migrantisierte Personen, Transpersonen bzw. TIN-Menschen, Menschen wie ich, zum Sündenbock gemacht werden. Ja, wir führen das jetzt ein, weil wir müssen ja die Minderheiten schützen. Deswegen überwachen wir einfach alle besser. Nein. Keine Überwachung. Mündigkeit, Freiheit,
Das ist das, was wir wollen. Und die Überwachung im Internet, wenn ich mich umschaue und mir denke, geil, vielleicht haben wir morgen früh Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten und ich habe jetzt schon jede Menge Leute hier in Deutschland, hier in Berlin, die die USA verlassen haben, weil sie trans sind, weil sie gesagt haben, wisst ihr was? Ich warte nicht darauf, dass die anfangen, uns in, dass die uns irgendwie in Listen packen oder irgendwas anderes mit uns machen. Und das fängt im Internet an. Weil dort haben viele von uns, viele in meiner Generation, das erste Mal sich mit einem anderen Geschlecht auseinandergesetzt. Als sich ein anderes Geschlecht gegeben, damit experimentiert, Informationen dazu gefunden und sich ausgetauscht. Das ging nur aufgrund von Anonymität. Deswegen ist das Internet trans. Aber auch so nette kleine Sachen wie die elektronische PatientInnenakte und Krankenkassen und Versicherungen, weil, hey, herzlichen Glückwunsch, im letzten November hat das Bundesverwaltungs- oder Verfassungsgericht, ich vergesse immer, welches von den beiden Brüdern oder Schwestern das war, sich dazu entschieden, dass Transgesundheit bzw. bestimmte geschlechtsaffirmierende Maßnahmen bzw. Transitionsmaßnahmen einfach nicht mehr von Versicherungen getragen werden müssen. Und die Versicherungen machen das natürlich gerne. Das ist jetzt so eine Pointing-at-Spider-Man-Version, wo das Gericht gesagt hat, das ist eine Aufgabe der Exekutive. Und die Exekutive sagt, das Gericht hat uns gesagt, das ist eure Aufgabe. Und ja, deswegen auch die Forderung, die ich vorher gestellt habe, vollumfängliche medizinische Versorgung. Ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich in der Zeit bin. Top. Ich bin vielleicht ein bisschen schneller, als ich es gedacht hatte, aber das bedeutet, dass ihr mehr Fragen habt für mich wahrscheinlich. Kurzer Disclaimer auch noch dazu. Wie gesagt, ich bin so ein Mensch, ich komme tatsächlich durchaus aus dieser Bubble raus. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich zu dem Thema öffentlich spreche. Das heißt, ich habe jetzt nicht die härtesten Credentials, wenn es um Personenstandsmelderegister, Vorgänge und diese ganzen Datenbanken geht. Seht es mir ein bisschen nach, aber ich glaube, da habe ich einen Raum von Leuten, die sich damit sehr, sehr gut auskennen. Ich kann dafür das mit diesen ganzen Transrechten ganz gut. Deal. Genau. Das hier ist die offene Einladung. Kommt auf uns zu. Wir arbeiten gerne mit euch. Wir gehen gerne mit euch auf Demos. Wir sind da ziemlich gut. Also ich meine, vor dem Bundestag saunieren, wer wollte das nicht schon mal machen? Machen wir wieder gerne. Also ich meine, vielleicht müssen wir was anderes als Grund ans Ausdenken, aber kriegen wir auch hin. Ihr seht die E-Mail hier, wir sind bei Instagram, wir sind tatsächlich auch bei Mastodon, das steht da noch nicht, weil wir da noch im Aufbau sind. Danke und Grüße gehen raus an die Person, die das aufgesetzt hat an dieser Stelle. Und seit letzten Freitag, pünktlich zum Selbstbestimmungsgesetz, haben wir einen eigenen Podcast rausgebracht. Das ist Queerocracy Now, wo wir ab jetzt im 2-Wochen-Takt genau solche Themen besprechen. Deswegen habe ich euch auch dieses ganze, ja, den Themenblock, was hat es eigentlich mit dem Hausrechtsparagraf, was ist das Militärgeschlecht, warum regelt das Gesetz keine medizinischen Maßnahmen, war das überhaupt mal eine Option? All das sind Fragen, die wir dort Stück für Stück erörtern, aber auch tatsächlich einfach auch erörtern und nachschauen, was geht denn eigentlich gerade in dieser Welt und vor allem in Deutschland, wenn es um diese dieses Trans- und Inter- und non-binäre Thema geht. Damit bin ich erstmal zu Ende und es ist Zeit für die Fragen und Antworten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, danke fürs Premiere-Feiern hier bei uns. War gut. So, dann erwarte ich jetzt einen Regen an Fragen von, ja, sehr gut, geht das schon gut los. Ja, wegen der Sache mit der medizinischen Versorgung.
Ich habe es nicht ganz verstanden. Geht es um die Transition selber, wenn eine Komplikation danach kommt oder was wird nicht übernommen von den Krankenkassen? Also der Fall dezidiert damals handelt es sich um, also eine non-binäre Person hatte den Antrag auf eine Mastektomie, also eine Brustreduktion gestellt und die Versicherung hatte das abgelehnt, soweit ich mich jetzt gerade erinnern kann, mit der Begründung, dass das ja, ist ja unklar, ob das tatsächlich das gewünschte Ziel erreicht. Das ist ja, wenn das eine non-binäre Person macht, eine ganz neue Sache. Ist ja nicht so, als ob wir das, also weil das, also das ist, wir haben eine dezidierte AG, die sich nur mit dem Thema auseinandersetzt. Aber long story short, es geht da tatsächlich einfach darum, dass dieses Urteil, das im November gefällt wurde, plötzlich dazu führen könnte, dass solche Sachen wie HRT, also Hormone Replacement Therapy, also durch die Einnahme, Zugabe von Hormonen, in das gewünschte Geschlecht zu transitionieren, beziehungsweise in das Geschlecht, als das, das wir sind, zu transitionieren. Und das alles ist plötzlich, könnten die Versicherungen eigentlich von heute auf morgen sagen, also wir haben da dieses Urteil im November gehabt, nee, zahlen wir nicht mehr. Also tatsächlich die Maßnahmen an für sich und keine Nachsorge an, in dem Sinne. Warte, das Mikrofon wird auf schnellen Schritten zu dir eilen, durch Toni gebracht, danke. Das heißt im Klartext, wenn eine männliche Person, die in eine weibliche transformiert werden will, aufgrund der weiblichen Hormone zum Beispiel erkrankt, also sagen wir mal an Brustkrebs oder irgendwas anderem, dann eigentlich nicht mehr von der Krankenkasse finanziert wird, um dieses Problem zu beheben. Wie gesagt, das ist nicht mein Schwerpunkt. Kann sein, ich kann da aber keine verlässliche Antwort drauf geben. Und da ich das nicht kann, würde ich es vorziehen, das nicht zu machen. Schreib uns aber gerne, wenn wir haben Menschen, die sich genau damit auseinandersetzen, die können das beantworten. Die sind da definitiv tiefer in dem Thema drin als ich. Genau. Weitere Fragen? Noch eine Frage. Wenn ihr auch Fragen habt, ihr könnt gerne mit Handzeichen unauffällig darauf hinweisen. Die Fragenden werden nicht gefilmt, falls euch das motiviert. Genau. Also außer ihr wollt, ne? Da müsst ihr auf die Bühne stürmen. Aber genau. Die nächste Frage bitte. Im Grunde genommen habe ich bloß Anmerkungen. Zum einen die Patientenakte, der kann man widersprechen, dass die nicht gespeichert wird. Zum zweiten die Krankenkassen übernehmen die hormonelle Behandlung bei Geschlechtsangleichung. Noch irgendwie können sie natürlich verweigern. In dem Fall war es vor allen Dingen wegen der psychischen, wegen irgendwelcher psychischen Bedenken. Und das Dritte ist, Vorratsdatenspeicherung wird wahrscheinlich tatsächlich vom Tisch sein, weil es gibt den Quick Freeze. Genau. Stimmt, den vergesse ich immer. Aber was ist der Quick Freeze? Ja, scheint da jemanden zu haben, der das besser weiß als ich. Also der Quick Freeze ist einfach die Speicherung von Vorratsdaten auf eine bestimmte Zeit aufgrund einer bestimmten Bedrohungslage. Und diese Bedrohungslage, die kann man einfach so schwammig formulieren, dass man von einem Quick Freeze in den nächsten geht und damit de facto eine Vorratsdatenspeicherung hat. Ich glaube, der Zusammenhang war einfach, dass ich gesagt hatte, dass ich hoffe, dass die Vorratsdatenspeicherung dann hoffentlich mal stirbt und nicht nochmal den Zombie macht. Ja, genau, den Quick Freeze gibt es, aber wenn ich mir halt auch dann überlege, dass diese Regierung es vielleicht dann doch auch noch schafft, das mit dieser Personenstandsänderung hinzubekommen. Weil wir sind, also die Menschen, mit denen ich da bisher drüber gesprochen hatte, waren sehr skeptisch, dass das überhaupt vor den Gerichten Bestand hätte. Aber wir alle wissen, wie das läuft mit dieser Gesetzgebung. Hast du die Scheiße einmal ins Gesetz gebracht, wirst du das nicht mehr wirklich los. Irgendwas davon bleibt. Und ich bin lieber auf der Seite von,
lass uns mal schauen, dass das nicht überhaupt nicht mal eine Realität wird in der einen oder anderen Form. Und gerade mit dem Sicherheitspaket, wo gesagt wird, so hey, wir führen jetzt mehr Sicherheitsmaßnahmen ein. Das hier ist eine Sicherheitsmaßnahme. Außerdem, das haben wir ja schon überlegt, weil das war ja Teil von diesem Selbstbestimmungsgesetz, das haben wir rausgenommen, weil Minderheitenschutz, ja. Weitere Fragen? Gut, dann frage ich halt. Was denkst du, woran liegt es, dass die Gesetze so geformt werden? Denkst du, die Politiker haben Angst oder wissen es nicht besser oder wissen es besser als alle anderen? Oder also, wo siehst du so Angriffs oder welche Punkte müsste man transportieren, um da irgendwie, beende ich jetzt diesen Satz mit einer neutralen Aussage, das Thema voranzubringen, konstruktiv? Genau, was fehlt da noch? Naja, wir haben... Also ich meine, wir haben in der SPD, soweit ich das immer wieder mitbekomme, ja durchaus eine sehr aktive TERF-Fraktion, also eine sehr transphobe, also Trans-Exclusionary Radical Feminist, die auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Gesetzgebung so gelandet ist, wie sie heute aussieht. Und dann haben wir halt natürlich auch noch unsere Freundinnen von der FDP und naja, dass die jetzt nicht unbedingt die Liberalen sind, wissen wir ja auch. Also das ist sehr, also dieses Gesetz ist nicht geschrieben für Transmenschen oder TIN-Menschen, also trans- und non-binäre Menschen, sondern das ist geschrieben für eine Bevölkerung und nimmt oder greift sehr klar rechte Narrative auf und so Verschwörungstheorien, so der Mann, der sich Zugang in Frauenräume verschaffen möchte oder mit seinem Auto auf dem Parkplatz, Frauenparkplatz parken möchte, solche Scheiße. Oder dass man sein Geschlecht nur ändert, damit man nicht abgeschoben wird. Also auch noch rassistisch ist es obendrein. Und das ist eher ein Spiegel von dem, wie diese Ampel halt drauf ist, als alles andere, würde ich fast sagen. Also, ja. Ja, hat jemand noch Fragen? Sonst würde ich diese deprimierende Aussage einfach mal so stehen lassen. Es muss ja auch einen Impact haben, wenn man Mensch einen Vortrag hält. Wie ist das immer so schön? End with a strong statement. Ich glaube, deprimierend ist auch stark. Aber naja. Oh, gab es irgendwann mal irgendwo eine Folgenabschätzung? Ich meine, wir erfassen da ja jetzt Daten, wo ich heute zum Beispiel schon so die Ansage gehört habe, die sollten wir eigentlich gar nicht erfassen. Warum steht Geschlecht in meinem Perso? Ist total unnötig. Und eine Folgenabschätzung meine ich es in, wir haben schon mal historisch eben so Probleme gehabt, dadurch, dass zu viele Behörden zu viele Daten aufgezeichnet haben, dass irgendwie auf die Füße gefallen ist und zwar großflächig. So im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, ich will die Details jetzt nicht auspacken. Gab es da eine Folgenabschätzung? Nein. Zumindest ist uns keine bekannt. Also das war auch das Erste, was ich gefragt hatte, so gab es denn da irgendwelche, also dieses Gesetz, das ist glaube ich auch das Beeindruckende daran. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das weitestgehend bisher unter dem Radar gelaufen ist mit dem Weitermelden von Personenstandsdaten. Das lag tatsächlich daran, dass es niemand auf dem Schirm hatte. Also wie gesagt, im Referentinnenentwurf stand nichts davon drin. Dann gab es den Kabinettsentwurf, wo sich dann, also der Referentinnenentwurf ist entstanden im Familienministerium und dem hier, wie heißt es, Justizministerium, also unter Marco MC Buschmann. Und dann kam der Kabinettsentwurf, wo sich plötzlich das BMI unter Nancy Faeser eingeschaltet und dann gesagt hat, ja, aber was ist, wenn so, wenn irgendwelche Clan-Kriminellen plötzlich ihren Namen und ihr Geschlecht ändern, um sich der Verfolgung zu entziehen? Das war mehr oder weniger die Folgenabschätzung. Mehr gab es nicht. Dass es dann rausgenommen wurde, wie gesagt, das war wirklich so, ich glaube,
ein, zwei, drei Tage, bevor das Gesetz durch den Bundestag gebracht wurde. Und an demselben Tag wurde auch das Bezahlkartensystem durch den Bundestag gejagt. Also das war so, ja, lass uns das vielleicht mal das Gute mit dem Schlechten verbinden, weil dann berichten alle über yay, 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 progressiv und nicht über, hey, wir haben schon wieder irgendwie ein bisschen mehr den MigrantInnen was so ausgewischt. Super, vielen Dank. Einmal Applaus für die Premiere. Ich hoffe, man hört und sieht mehr davon. So.